Woher kommt das Licht? Wie entsteht Licht? Ich möchte auf das Bohrsche Atommodell eingehen, es im Überblick besprechen und dann gibt es eine detaillierte Darstellung im GeoGebra-Programm und dann in Optik Talente findet ihr dann nähere detaillierte Unterlagen. Wir wollen uns Folgendes vorstellen, wir als Grundlage wollen wir das Wasserstoffatom annehmen, das ist das einfachste Atom im Periodensystem, das hat die Ordnungszahl Z gleich 1 und das hat ein Proton im Kern und in der Hülle bewegt sich ein Elektron. Das ist die einfachste Vorstellung, wir wollen das vielleicht so zeichnen, dass wir sagen, das ist das Proton. Wir wissen natürlich heute, dass das Proton noch weitere Konstituenten hat. Das ist der Kern. Und wir sagen das ganz einfach so, das Elektron trägt negative Ladung. Diese Ladung wird mit klein q bezeichnet. Klein q ist die Elementarladung, die negativ ist. Das ist 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Das ist die Elementarladung. Das Proton trägt dieselbe Elementarladung, aber mit einem positiven Vorzeichen. Und das Elektron bewegt sich auf dem Bohrschen Radius. Der Abstand zwischen Proton und Elektron wird mit R angenommen. Das wird dann später genau in der Datei dann schön gezeigt. Dieses Elektron hat eine Gesamtenergie, die ausgerechnet wird. Und man nennt jetzt die innerste Schale von mir ist jetzt die K-Schale. Diese K-Schale wird mit einer Quantenzahl n angegeben, das ist n gleich 1, das ist die Hauptquantenzahl. Es gibt vier Quantenzahlen. Wir reden jetzt nur über die erste Quantenzahl, die also angibt, in welcher Schale sich das Elektron befindet. N ist also die Hauptquantenzahl. So, das ist also gleich k wäre das, das wäre in dem Fall jetzt n gleich 1 ist die k-Schale. Dann, diese Schale ist jetzt besetzt und da ist ein Elektron drinnen. Es gibt aber jetzt noch weitere Energiezustände, die man jetzt der Reihe nach nach außen bezeichnet, wie L, M, N und so weiter. Und es wird das alphabetisch fortgesetzt. Das wäre N gleich 1, N gleich 2, 3, 4. Und wir können dort weiteres noch eine KLMNO-Schale angeben. Das wäre N gleich 5. Man nennt diese Theorie eben das Bohrsche Atommodell. Man hat die gesamte Energie der Elektronen berechnen können, wie man das gemacht hat, das werde ich dann später sagen. Wir stellen uns jetzt vor, wir können dieses Elektron jetzt anregen. Und anregen heißt, wir können dieses Elektron auf höhere Energieniveaus bringen. Und wir zeichnen jetzt die Energieniveaus folgendermaßen. Wir tragen also da in diesem Diagramm die Gesamtenergie der Elektronen auf und die größte Gesamtenergie, das ist die Gesamtenergie 0, das ist die Atomgrenze. Das sind also 0 Joule gewissermaßen. Die anderen Werte liegen alle tiefer, also ich kann sagen, da ist das Energieniveau für die K-Schale, oder machen wir es jetzt so für die Hauptquantenzahlen, was ist besser,
das so zu machen, weil mit Zahlen kann man viel leichter argumentieren. Das ist, wie gesagt, die K-Schale, das ist also das tiefste Energieniveau, und dann kommen also die Energieniveaus der anderen Schalen, die natürlich jetzt genau berechnet sind. Ich mache das jetzt nur so mit Freihand und sage, das ist die zweite Schale, das wäre also das Energieniveau der L-Schale, und so nach oben hin werden die Energieniveaus eingezeichnet. Dann die vierte Schale, N gleich 4, und dann die fünfte Schale, N gleich 5. Der Abstand zwischen den Niveaus wird geringer, und je weiter das Elektron draußen zu finden ist, desto näher ist es der Atomgrenze. Wir regen jetzt ein Elektron an, das ist einmal wichtig. Wie kann ich ein Elektron anregen? Es kann jetzt Folgendes geschehen, dass jetzt eine Lichtwelle mit der Energie E ist gleich H mal F dem Elektron Licht über Energie übergibt, und das Elektron geht in ein erhöhtes Energieniveau. Oder ein anderes Elektron, das könnten Kathodenstrahlen sein, Elektronenstrahlen sein, das ist also ein Elektron, könnte dieses Elektron aus der K-Schale rauswerfen und könnte jetzt das Elektron in ein höheres Niveau befördern. Es könnte natürlich auch sein, dass das Elektron über die Atomgrenze rausgeht, dann ist es ionisiert. Wir wollen jetzt annehmen, und das ist jetzt, das nennen wir Anregung, ja, das Elektron macht jetzt einen Quantensprung, und das ist halt typisch, dass nur bestimmte Sprünge innerhalb des Atoms möglich sind. Und sowas nennt man dann einen Quantensprung. Das heißt also, das Elektron geht jetzt in ein angeregtes, in ein höheres, das Elektron wird in ein höheres Energieniveau gebracht. Sowas kann durch optisches Pumpen passieren, das heißt also, dass man Licht einstrahlt und Elektronen dazu in ein höheres Energieniveau bringt. Merkt euch den Begriff optisches Pumpen, wir werden das dann später noch brauchen. Oder Elektronenstoß. Oder die Atome selber prallen zusammen und werden so heftig durchgeschüttelt, dass jetzt ein Elektron in ein erhöhtes Energieniveau geht. Also für diese Anregung, ja, man spricht also in diesem Fall auch von Absorption des Lichtes, also Absorption des Lichtes, Elektronenstöße oder Zusammenstöße der Atome können dazu führen, dass ein Elektron in ein erhöhtes Energieniveau geht. Diese Zustände im Atom sind natürlich nicht stabil, und es hat sich gezeigt, dass nach einer mittleren Zeit von 10 hoch minus 8 Sekunden, das ist eine wichtige Zeit, die wir eben dann auch ausnützen, um Atomuhren zu bauen, und das ist die Ganggenauigkeit der Atomuhren, 10 hoch minus 8 Sekunden, so lange bleibt im Mittel ein Elektron im angeregten Zustand, 10 hoch minus 8 Sekunden, und das Elektron hat jetzt mehrere Möglichkeiten zurückzufallen. Und wir wollen uns jetzt einen speziellen Energiezustand aussuchen, und das ist jetzt der Zustand N gleich 2. Die Elektronen werden angeregt und fallen jetzt in den zweiten Zustand, also in die zweite Schale zurück. Und dafür gibt es jetzt im sichtbaren Bereich vier Linien. 1, 2, 3. Also wir müssen noch eine dazu zeichnen. N gleich 6. Das Elektron könnte jetzt auch
wie das, meine Herrschaften, ich kann jetzt folgendes sagen, wohin die Anregung erfolgt, das weiß ja niemand und das ist nicht, das passiert jetzt nicht einmal, sondern Milliardenmal. Das heißt, es gibt zig Millionen Elektronen im angeregten Zustand N6, es gibt welche in N5, N4, N3, N2. Elektronen sind beliebig in diesen Zuständen vorhanden und die machen jetzt nach 10 hoch minus 8 Sekunden Quantensprünge nach unten. Sie fallen in die unteren Niveaus zurück. Und wir schauen uns jetzt so Einzelereignisse an. Und bei diesen Einzelereignissen kann jetzt Folgendes passieren. Ich nehme jetzt da absichtlich die Farbe Blau. Es könnte jetzt ein Elektron von da oben in den Grundzustand N2 zurückfallen. Dabei wird jetzt Energie frei, und weil wir haben da eindeutig eine Energiedifferenz. Wir haben hier oben eine viel höhere Energie als hier unten. Und man muss aufpassen, die gesamte Energie wird ja da immer negativ angegeben. Und wenn man dann die Differenz ausrechnet, kommt was Positives raus. Und diese Energie wird dann nach der Formel, diese Energie wird dann in Licht umgewandelt und das muss gelten, und das ist eine sehr wichtige Beziehung. Die Strahlung, die abgeht, wird nach der Gleichung E ist gleich H mal F berechnet. Also die Energiedifferenz da, Delta E, die da auftritt, diese Energiedifferenz Delta E entspricht H mal F. Das heißt, es wird jetzt hier eine Strahlung abgegeben. Und man nennt diese Strahlung Licht. In dem Fall wäre es blaues Licht. Wir werden das dann ausrechnen, weil wir kennen die zweite Beziehung. Die zweite Beziehung heißt nämlich C ist gleich Lambda mal F. Die Lichtgeschwindigkeit kennen wir. Die Frequenz haben wir jetzt da oben ausbekommen durch die Energiedifferenz. Und dann kann man die Wellenlänge ausrechnen. Und es zeigt sich, dass jetzt da energiereiches Licht auftritt, und energiereiches, wenn Delta E groß ist, dann ist die Wellenlänge klein. Delta E groß macht eine große Frequenz heißt blaues Licht. Und wenn ich dann die Wellenlänge ausrechne, C durch F, kommt eine kleine Wellenlänge raus. Das heißt also, da wird jetzt blaues Licht abgehen. Macht die Wellenlänge kürzer. Weitere Quantensprünge. Das Elektron könnte auch von n gleich 5 daher fallen in diesem Zustand. Das wäre dann schon etwas länger, das Licht, die Wellenlänge. Ist aber noch immer im blauen Bereich. Dann könnte das Elektron jetzt, ich erwähne jetzt, ich habe nur die Farbe grün, ich wähle jetzt den Sprung von n gleich 4 nach 2. Man sieht, der Quantensprung wird kleiner und es wird jetzt ein langwelligeres Licht abgegeben. Das wird jetzt grün sein. Und der letzte Quantensprung, der jetzt auftreten kann, und dazu habe ich jetzt eine Farbe, nämlich von n gleich 3 in n gleich 2. Das ist der kleinste Quantensprung. Delta E ist klein, Frequenz ist klein. Und dann, wenn ich C durch eine kleine Zahl dividiere, kommt eine große Wellenlänge raus. Und das wäre dann Rotlicht. Was man dann sieht, ist also das Spektrum. Man sieht also dann Spektrallinien. Die zeige ich hierher. Also das wäre dann diese Linie. Das ist die H-Alpha-Linie, so wird sie bezeichnet. Dann die nächste Linie ist eine grüne Linie. Und die nächsten zwei Linien, eine im blauen Bereich und dann eine im violetten Bereich, die werden dann so bezeichnet: H-Alpha, H-Beta, H-Delta, H-Gamma. Diese Linien treten dann auf. Das sind Spektrallinien. Und wir haben jetzt erklärt, wie Spektrallinien entstehen, zusammengefasst, um das jetzt zu vereinfachen. Im Atom gibt es Schalen. Die Schalen haben Energiezustände. Wenn ein Elektron angeregt wird,
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, kommt es in eine höhere Schale. Das Elektron verharrt 10 hoch minus 8 Sekunden in der höheren Schale und danach fällt es in andere, tiefere Niveaus zurück. Und dabei, beim Zurückfallen, wird die Energiedifferenz in Form von Strahlung abgegeben. Große Quantensprünge ergeben kurzwelliges Licht, kleine Quantensprünge ergeben langwelliges Licht. Es kann durchaus sein, dass der Quantensprung so groß ist und Licht herauskommt, das nicht im sichtbaren Bereich ist. Weil wir sehen ja von 400 bis 800 Nanometer. Quantensprünge könnten also durchaus größer sein oder eben klein, so klein sein, dass wir eben dann Infrarotlicht rauskriegen, und wenn die Quantensprünge zu groß sind, dann übersteigen wir das blaue Licht, wir kommen dann in den UV-Bereich. Und das ist die Theorie dazu. Und das ist für das Wasserstoffatom noch relativ leicht zu durchschauen. Wir nennen diese Serie mit N gleich 2 die sogenannte Palmer-Serie. Ja, es gibt dann noch andere Serien wie die Paschen-Serie. Und ich werde das mit dem GeoGebra-Programm und mit der Theorie dann noch weiter erklären. Mit dem GeoGebra-Programm, das Wasserstoffspektrum, die Palmer-Serie, kann man jetzt die Energieniveaus ausrechnen. Das GeoGebra-Programm findet ihr unter Fächer Physik, Optik, GeoGebra, und es heißt das Wasserstoffspektrum. Das ist die Grafik dazu. Wie schon vorher erläutert, das ist das Energieniveauschema. Strichliert die Atomgrenze wird hier angegeben. Und hier geben wir immer die zwei Energieniveaus an. Diese Formeln stellen das Niveau dar, Z, die Ordnungszahl, die Elementarladung, die Masse des Elektrons, Epsilon 0, die elektrische Feldkonstante, oder die Elektrizitätskonstante, H, das Planck'sche Wirkungsquantum, und das ist wichtig, N, die Quantenzahl zum Quadrat. Wir haben jetzt zwei Zustände. Den einen Zustand, den höheren Zustand, bezeichnen wir da mit N, und den Grundzustand mit I. Der Grundzustand soll 2 sein, also das ist unser Niveau E2. Wollen wir die Palmer-Serie jetzt anschauen? Wir haben gesagt, dass Elektronen in allen Niveaus existieren können nach der Anregung, und die Elektronen fallen nach 10 hoch minus 8 Sekunden in den Grundzustand zurück. Die Ursachen für die Anregung sind optische Anregung, Elektronenstoß, oder die Atome stoßen selber gegen Wände oder gegeneinander, sodass ihre Elektronenhülle sich verändert, dass das Elektron einen anderen Quantenzustand annimmt. Beim Übergang gehen wir also nach oben, zum Übergang E7. Das wäre also hier eine Linie, die dann H-Epsilon heißt, die ist nicht mehr im sichtbaren Bereich. Gehen wir zum Quantenzustand E6. Ein Elektron fällt in den Quantenzustand E2. Hier seitlich links werden die Energien ausgerechnet, und man sieht, dass jetzt oben eine große Energie auftritt. Aufpassen, das sind negative Zahlen. Das ist also eine große Energie. Der Zahlenwert scheint klein zu sein, aber das hier ist kleiner. Und wenn man die Energiedifferenz dann ausrechnet, E6 minus E2, da E2 jetzt dann positiv wird, ergibt sich jetzt ein Betrag, das ist der Betrag in Joule. Das ist also H mal F. Und man kann jetzt die Wellenlänge ausrechnen, und die liegt bei 412 Nanometer. Man ist also schon im blauen Bereich, im sichtbaren Bereich, und das ist die H-Delta-Linie. Wenn ich jetzt einen anderen Quantenzustand anschaue, von E5 nach E2,
die Algebra rechnet also flott die Energiedifferenz aus und man kann gleich nach der Formel dann die Wellenlänge ausrechnen. Man hat eine zweite blaue Linie mit 436 Nanometer. Man nennt das die H-Gamma-Linie. Und wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, E4 nach E2, der Elektronensprung, der Quantensprung, der jetzt nicht mehr so energiemäßig groß ausfällt, man erhält dann eine hellblaue Linie. Ich habe sie in der Skizze grün gezeichnet, weil ich so einen hellblau nicht habe. Und gehen wir dann nach E3, das ist dann die Linie, die man im Spektrum sucht, das ist die H-Alpha-Linie. Wenn man diese im Spektrum findet, dann ist das ein Indiz für Wasserstoff. Diese Linien, man sagt, das ist der Fingerabdruck von Wasserstoff, und diese Linien sucht man in den Spektren der Sterne. Wenn man diese Linien findet, dann weiß man, in diesen Sternen befindet sich Wasserstoff. Allerdings sind diese Linien durch den Doppler-Effekt oder durch gravitative Wirkungen verschoben. Und das müssen eben Astronomen herausfinden, und aus der Verschiebung der Spektrallinien kann man dann gewisse Zustände ausrechnen, wie etwa den Geschwindigkeitszustand des Objektes. Das wäre also die Balmer-Serie. Man kann jetzt hergehen und sagen, ich möchte jetzt in den Grundzustand 1 zurückfallen, und dann sieht man die Wellenlängen, die da möglich sind, von 2 beispielsweise nach 1. Das sind Wellenlängen, die nicht im sichtbaren Bereich liegen. Ja, ich mache diese Zeichnung da noch ein bisschen kleiner, sodass man das dann sehen kann. Man kann dann ohne weiteres nach oben gehen, weiter nach oben gehen, weiter nach oben gehen, weiter nach oben gehen. Das ändert nichts. Ich komme nicht in den sichtbaren Bereich. Deshalb ist der Zustand I gleich 2 einmal günstig, weil mit diesem Zustand, ich blende jetzt den Energiezustand 1 wieder aus, der liegt also wesentlich tiefer. Und da sieht man, dass man jetzt Linien erhält, also wenn ich da jetzt so durchfahre und ihr schaut unten auf das Spektrum, also dann sieht man also, welche Linie da zustande kommt. Ne? Also großer Quantensprung, blaues Licht, je kleiner die Quantensprünge werden, desto rötlicher wird das Licht. Man könnte jetzt hergehen und könnte sagen, ja, ich möchte den Zustand verändern. Schauen wir an, wie die Zustände für die Sprünge hin sind zur dritten Schale. Und dann kann man hier sehen, aha, ich bin außerhalb des sichtbaren Bereichs bei 1000 Nanometer. Ich kann jetzt zwar die Energie verändern, es ändert sich aber nichts an der Situation. Ich komme also nicht in den sichtbaren Bereich. Das wären hier 1884 Nanometer, das wäre Infrarot. Wir sind also da im Infrarotbereich. Z gleich 1, das ist das Wasserstoffatom. Wer sich die Theorie dazu anschauen will, für uns günstig noch einmal, das ist also die Balmer-Serie. Wir springen also ins zweite Niveau. Und da ergeben sich Linien in unserem sichtbaren Bereich von 400 bis 800 Nanometer. Wer sich die Theorie anschauen will, das ist eine Kopie aus der Datei Optik Talente. Diese Abhandlung werde ich jetzt besprechen. Wer sagt mir, ist das zu kompliziert, der kann ohne weiteres jetzt aussteigen. Ich möchte euch das Bohrsche Atommodell vorstellen und euch zeigen, wie man zum Energiezustand des Elektrons kommt. Die genauen mathematischen Beziehungen sind dann selbstständig nachzuvollziehen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass wir ein Atom haben mit einer Ladung groß Q. Im Atomkern sind Protonen vorhanden, die die positive Einheitsladung tragen. In der Hülle befinden sich die Elektronen, die sich auf Kreisbahnen um den Atomkern bewegen.
Das ist das Bohrsche Atommodell. Vergleichbar ist dieses Atommodell mit einem kleinen Planetensystem. Im Zentrum das Zentralgestirn und die Planeten bewegen sich auf Kreisbahnen um das Zentralgestirn. Der erste Punkt, dass die elektrische Anziehungskraft, so wie in der Gravitation, also da würde in der Gravitation die Gravitationskraft stehen, entspricht der Zentripetalkraft. mv² durch r ist die Zentripetalkraft. Und die Gravitationskraft wird jetzt durch eine zweite fundamentale Kraft ersetzt, durch die Coulombsche Anziehungskraft, die hier mit groß Q Ladung des Atomkerns und klein Q Ladung des Elektrons ausgedrückt wird. Die 4pi Epsilon 0 r², Epsilon 0 ist die elektrische Feldkonstante, R ist der Abstand zwischen dem Kern und der Ladung. Also man sieht hier die zwei Kräfte, Fz ist gleich der Coulombschen Anziehungskraft. R nennt man den Bohrschen Atomradius, m die Masse des Elektrons und v ist die Geschwindigkeit der Elektronen. Das ist einmal die erste Beziehung, wobei man natürlich jetzt Folgendes feststellen muss. Das hat Millikan in einer Reihe von Öltröpfchenversuchen festgestellt, dass jede Ladung ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung ist. Das heißt, die Ladung des Kerns Q kann als ganzzahliges Vielfaches Z von klein q beschrieben werden. Q ist die Elementarladung. Die zweite Bedingung gilt, das ist eine Bedingung, die wichtig ist, nämlich der Umfang der Kreisbahn wird mit 2rb geschrieben und es wird jetzt das Elektron als eine Welle aufgefasst und das Elektron kann nur strahlungsfrei umlaufen, wenn die Wellenlänge der Elektronen ein ganzzahliges Vielfaches, also n ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge der Elektronen entspricht dem Umfang. Das ist die Quantenbedingung. Und in Beugungsexperimenten hat man die Wellenlänge der Elektronen gemessen und festgestellt, ja, das ist genau die de Broglie-Beziehung. Also Lambda ist gleich h durch den Impuls der Elektronen, m mal v. Diese Dinge werden wir später noch besprechen. Also man sollte sich Folgendes vorstellen. Ein Elektron kann nicht mehr als Teilchen aufgefasst werden, sondern als Welle. Und ein Zigfaches der Wellenlänge der Elektronen muss genau 2rb sein, der Umfang und dem Umfang gleich dieser Bohrschen Bahn hier. Man kann das jetzt weiter berechnen und dabei den Radius, ja, den Abstand ausdrücken. Und wenn man den Radius hat, kann man auf die Geschwindigkeit der Elektronen zurückrechnen. Hat man diese Daten, kann man in den Energiesatz einrechnen und kann jetzt die Gesamtenergie der Elektronen auf ihrer Bahn berechnen. Und das haben Quantenphysiker gemacht und kommen zu diesem bemerkenswerten Ergebnis, das hier in der Gleichung 3 angeführt ist. M ist dabei die Masse der Elektronen, Z die Ordnungszahl, Q die Elementarladung, Epsilon 0 die elektrische Feldkonstante, H das Planck'sche Wirkungsquantum und N die Hauptquantenzahl. Wobei also N gleich 1 jetzt bedeutet, das ist die K-Schale, N gleich 2, das ist die L-Schale, K gleich N gleich 3, nicht K jetzt, wir wollen das bei N belassen, das ist die Hauptquantenzahl, die also angibt, in welcher Schale sich das Elektron befindet.
Es wird jetzt keine Unterteilung in keine weitere Unterteilung der Schalen angenommen, sondern wir sind jetzt hier ganz bei dem einfachen Atom. Wir wollen das dann beim Wasserstoffatom untersuchen und da sind für den Energiezustand die Quantenzahlen zuständig. Was aber typisch ist, die Gesamtenergie wird negativ angeführt. Solange also Elektronen dem Atom angehören, wird die Gesamtenergie, sobald die Gesamtenergie auf den Wert 0 schwappt, ist das Elektron frei. Man spricht also dann von einer Ionisierung. Das Elektron hat das Atom verlassen. Negativ. Diese ersten drei Bedingungen sind einmal sehr wichtig. Ich wiederhole sie noch einmal. Zwei Kräfte halten sich die Waage. Das ist eine ganz reine klassische Vorstellung. Die Zentripetalkraft, oder wenn ihr so wollt, ihr seid mitbewegt, so wie in dieser Zeichnung. Was natürlich nicht möglich ist, aber fürs Verständnis ist es besser. Das ist ja jetzt in Wirklichkeit die Zentrifugalkraft. Aber wir sind ja nicht mitbewegt. Daher muss man sagen, dass diese Kraft nach innen, die Zentripetalkraft, nichts anderes ist als die Coulombsche Anziehungskraft. Noch einmal in der Gravitation würde man diese Kraft durch groß G mal M mal M durch R Quadrat ersetzen im Gravitationsfeld. Wichtig ist die zweite Beziehung, die Quantenbedingung. Elektronen können nur strahlungsfrei umlaufen. Das ist die Aussage, wenn sich auf dem Bohrschen Radius eine stehende Welle der Elektronen ausbildet. Das ist die zweite Bedingung. Und die lautet, 2RB muss ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge sein. Wenn ich für N einsetze, dann ist das die K-Schale, das heißt, da geht sich nur eine Wellenlänge aus. Das ist die zweite Schale, da gehen sich dann zwei Wellenlängen aus als stehende Welle und so weiter. Je weiter man nach außen kommt, N ist also die Schale, man nennt das auch die Hauptquantenzahl. Die Hauptquantenzahl gibt an, in welcher Schale sich das Elektron befindet. Wenn wir den Energiesatz jetzt ansprechen, das ist die dritte wichtige Bedingung, kinetische Energie und potenzielle Energie muss die Summe der Gesamtenergie sein. Die kinetische Energie kennen wir sehr gut, was wir noch nicht so gut kennen, das ist jetzt hier die potenzielle Energie einer Ladung. Das müssen wir jetzt einmal so akzeptieren. Man kann also die gesamte Energie ausrechnen. Wer sich die Mühe macht, das nachzurechnen, der soll das machen. Ich möchte jetzt nur erklären, was jetzt passiert. Elektronen können jetzt einen Quantensprung machen. Das heißt, es könnte sein, dass ein Elektron der untersten Schale durch Elektronenstoß oder durch eine andere Erscheinung, dass jetzt zwei Wasserstoffatome zusammenprallen, dass jetzt ein innerstes Elektron aus der K-Schale herausgeworfen wird. Das heißt, es ist in der K-Schale ein Loch entstanden und es fällt jetzt von der oberen Schale ein Elektron nach unten nach. Und dieser Vorgang wird dann als Quantensprung bezeichnet. Und solche Quantensprünge sind also Energieniveausprünge. Das heißt, das Elektron kann also einen Quantensprung von beliebigen Schalen jetzt in dieses Loch vornehmen. Wir haben jetzt in der K-Schale ein Elektron verloren und das könnten jetzt kaskadenförmig die Elektronen nachfallen. Hier oben noch einmal ist diese Strahlungsemission eingezeichnet, also bei einem Quantensprung wird also ein energiereiches Elektron hinfallen zu einem Zustand mit niedriger Energie und die Differenz dieser Energieniveaus wird in Form von Licht H mal F ausgestrahlt. Man kann sich jetzt diese Energiezustände ausrechnen. Mit GeoGebra ist das
nicht schwierig, diese Energiezustände zu berechnen, indem man diese Zahlen hier, die man ja gut kennt aus den Experimenten, einsetzt, die Formeln für die gesamte Energie, also für das wäre die gesamte Energie hier oben, das kann man also hier machen und man kriegt also die Energien raus. So sieht man, dass die K-Schale 13,6 Elektronenvolt Energie aufweist. Und zwar muss man noch eines hinzufügen, Elektronenvolt, das ist die Einheit in der Atomphysik der Energie, weil man ja zwischen Masse und Energie nicht mehr unterscheidet. Und man sagt, das ist die Energie, die ein Elektron erreicht, wenn es 1 Volt durchläuft. Das ist die kinetische Energie, die ein Elektron durchläuft. Das ist die Energie, die ein Elektron erhält, wenn es die Spannung 1 Volt durchläuft. Ich habe hier unten das alles jetzt umgerechnet in Joule. Man muss also das einfach 13,6 mal dieser Zahl da rechnen. 1,6 mal 10 hoch minus 19. Dann kommt man auf diese Energieeinheit hier. E hoch minus 18 heißt 2,8 mal 10 hoch minus 18 heißt 10 hoch minus 18. Für die Balmer-Serie wird also von der zweiten Schale ausgegangen. Und die zweite Schale, die L-Schale, verliert ein Elektron und von oben fallen Elektronen in den Grundzustand nach und es werden Spektrallinien dann abgegeben. Das sind sehr scharfe Energiezustände und man rechnet hier jetzt einfach Energie des dritten Niveaus. Das ist ja ein höherer Energiezustand und man rechnet dann also E3 minus E2 und kommt dann, weil die Zahlen eben negativ sind, auf positive Werte. Das habe ich also hier dann gerechnet. Also ich rechne von M nach L den Unterschied und der macht dann eben 3 mal 10 hoch minus 19 Joule aus und das kann man dann umrechnen in Frequenzen und natürlich, weil man die Wellengleichung kennt, C ist gleich Lambda durch F, kann man dann die Wellenlängen ausrechnen. Und wenn man das im Spektrum jetzt genauer verfolgt, dann sieht man, dass beim Übergang von M nach L sich die Wellenlänge 656 Nanometer ergibt. Das ist aber eine rote Linie und das ist ein Fingerabdruck. Das ist der Abdruck des Wasserstoffatoms. Wir setzen also bei der Balmer-Serie Z gleich 1. Wir wollen das Ganze für Wasserstoff untersuchen. Ich habe hier die gesamten Konstanten angeführt, die da in der Gleichung vorkommen. Das ist ein typischer Fingerabdruck, die Balmer-Serie. Und es kommen noch weitere 4 Linien zustande. Diese Linien sucht man in Sonnen, in Sternen. Und wenn man diese Linien identifizieren kann in Sternen, dann weiß man, aha, in diesem Stern befindet sich Wasserstoff. Und Wasserstoff sendet uns dieses Licht. Mit dem Licht können wir erkennen, und aus dem Licht können wir erkennen, wie die Elektronen im Atom angeordnet sind. Die Quantensprünge, die Spektrallinien verraten uns die innere Struktur des Atoms.